Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von State of Survival. Die Mittsommernacht ist vorbei, am 20. Juni waren sie ja gewesen dieses Jahr und ein bisschen verspätet, aber es kommt das Event zum Festival und zwar die Mittsommernacht. Der Tod und die Gefahr einer Infektion sind allgegenwärtig, die Menschen sind es leid wegzulaufen und sich zu verstecken, doch ist es die einzige Möglichkeit, um am Leben zu bleiben. In der Mittsommernacht jedoch treibt die Kraft des Feuers seit Urzeiten ein Symbol der Zivilisation sie heraus, um Chaos und Leid dieser Welt zu trotzen. Das Feuer ist Licht und Hoffnung in einer finsteren Zeit. Und hier unten sehen wir schon, sammle Feuerholz, um das Feuer der Hoffnung zu entfachen. Und wir haben Mittsommer-Karneval, Mittsommer-Feuerholz, Feuer und Flamme sowie stämmige Holzfäller und beim Event Mittsommerfeuer können wir dann zum Entfachen des Feuers der Hoffnung die ganzen Sachen nutzen. Haben hier wieder diverse Skins. Können wir uns die mal anschauen? Jawohl. Also hier haben wir die Mittsommerfeuerbrunst. Und er zeigt mir immer nur ein schwarzes Loch an. Hier haben wir den Rahmen und hier haben wir den Marsch. Warum kommt hier nichts raus? Man weiß es nicht. Okay, das sind die Sachen, die wir uns also erkämpfen können, erarbeiten können. Und hier haben wir das Mittsommerfeuer. Was haben wir denn da? Also hier haben wir auf jeden Fall schon mal die Hauptquartier-Skin für 3 Tage, können wir uns freischalten. Ein paar Beschleuniger, hier episches Heldenfragment, das kann ich sogar noch gebrauchen, wunderbar. Das sieht gut aus. Die zweite Stufe, die ist sonst auch immer, glaube ich, dazu gab es nicht sonst immer 2 Sachen? Das ist neu. Da kann man jetzt hier gleich mal investieren und dann kann man nochmal investieren in die legendäre Kiste, weil man die epische freigeschaltet hat. Okay. Und hier können wir gucken, wie wir da Feuerholz zusammenkriegen beim Mittsommerfeuer. Okay, das sind die Stufen. Also mein Ziel auf jeden Fall komplett durch und meistens gibt es ja dann auch diese versteckten Kisten, die dann auch nochmal so ein paar epische Heldenfragmente erhalten. Das sollte auf jeden Fall drin sein. Moment, warum macht er das rot? Ah, ich kann mir schon mal direkt ein kleines Goodie sammeln. Wunderbar. Feuer und Flamme, da haben wir heute. Erster Tag ist Verbrauch und das bedeutet Biocaps benutzen und Beschleuniger benutzen. Biocaps benutzen habe ich mir extra aufgehoben. Das werden wir gleich direkt mal machen. Und zwar hier Race Dreh. Einmal gratis. Klack, gleich mal ein Stundenbeschleuniger. Reicht wahrscheinlich noch nicht. Außerdem hat es keine Biocaps gekostet. Aber wir gönnen uns hier mal direkt den 10er. Außerdem kann ich die Ash sowieso immer gut gebrauchen. Und wir schauen mal, ob uns das Glück heult ist hier bei Race Drehs. So. 5er wäre nochmal nicht schlecht. Ressourcen. Wer braucht denn Ressourcen? Naja, ist okay, oder? 1, 2, 3 mal Ash-Fragment und der Rest viele Ressourcen. Aber irgendwie nicht so geil. So, das machen wir uns hier nochmal auf. Und wenn wir jetzt nochmal 10 mal drehen bis 35, komme ich wahrscheinlich nicht, ne? Habe ich denn noch im Rucksack? Hier habe ich nochmal was. Da machen wir nochmal. So. Also da könnten wir nochmal drehen, Freunde. Aber ich glaube, warte mal. Ich drehe nur bis zum nächsten, weil ich eigentlich ein bisschen spare fürs Überleben der Besten. Das heißt, wir drehen nochmal 3 Mal. Na, immerhin, Gefechtshandbuch. Oh, gucke mal. Okay, und dann gibt es ja morgen nochmal einen Gratis-Spin und dann habe ich da die 15 voll. Soll erstmal reichen. Haben wir schon mal ein paar Biocaps investiert. Und
Moment. Gucken uns mal an, wie weit wir kommen. Also ich will das hier auf jeden Fall durchziehen, um die 600.000 zu bekommen. Da muss ich noch ein Stückchen weit gehen bei Feuer und Flamme. So, dann haben wir Midsommar Karneval. Da gibt es hier auch wieder die verschiedenen Stufen. Die sind ja in der Regel immer gleich. Also Infizierte töten, hier Ausdauer anmelden. Und dann kriegen wir hier Feuerholz, ein paar Karten suchen, Beschleuniger und den Midsommarbaum und hier auch nochmal Feuerholz. Das möchte ich auf jeden Fall auch bis zum Limit durchziehen, sollte auch möglich sein. Hier wird wahrscheinlich auch nochmal eine Biocap-Stufe mit drin sein. Also noch nicht gleich alles verpulvern, was man so hat. Ja, nicht so günstig. Stämmiger Holzfäller. Wie können wir den denn kriegen? Infizierte Fanatiker raiden, Allianz spenden und Allianz Hilfe geben. Spenden. Moment, da war doch was. Machen wir direkt mal. So. Fällende Axt haben wir bekommen. Eine nur. Für 25 Spenden eine nur. Moment. Wo ist er? Der stämmige Holzfäller. Tatsächlich nur eine für 25 Spenden. Das natürlich auch. Geht so. Es gibt wieder XP. Es gibt natürlich Feuerholz, Biocaps und Bücher. Und wir gucken mal, ob wir hier noch einen abgreifen können. Aber wahrscheinlich ist der schon weg. Nö, ist noch da. Dann gehen wir da direkt mal rein. Und ich nehme natürlich Mike. Dann nehme ich Maddie und Frank. Und ich nehme den guten Koch. Das ist so die beste Besetzung. Die ich da haben kann. Und es kostet hier. Unsere Büchsen kostet's. Also kein Brot. Sondern hier auch wieder unsere reguläre Ausdauer. So wie ich das gesehen habe. Das ist natürlich bitter, Freunde. Das ist natürlich. Oh. Die Bombe natürlich schmeißen. Schauen wir mal, wie viel Schaden wir machen können. So um die 600.000 schätze ich vielleicht. Okay, Hauptsache Koch hält Stand. Ah, sollte er. Sollte er. Der gute Frank, der haut ordentlich drauf. So, und wir kommen auf 760.000. Und was bringt uns das an Feuerholz? Gucken wir uns direkt mal an. Erstmal gibt es Beschleuniger, weil die Allianz ihn gelegt hat. Und wir kriegen 9 Feuerholz immerhin. 600 XP, 200 Biocaps. Das ist eigentlich ganz nett. Das ist okay. Und, aber es kostet uns tatsächlich. Gucken nochmal nach. Kostet uns. Die Dinger kostet es uns, ja. Die habe ich auch gespart. Fürs Event. Gehen wir gleich nochmal durch, wann wir die brauchen. Und dann haben wir hier Midsommar Feuerholz. Da sind natürlich auch wieder Biocaps, können wir nutzen. Das wird wieder unlimitiert sein. Beschleuniger auch. Infizierte töten. Das kommt ja auch wieder noch als Aufgabe, sage ich gleich. Ressourcen in der Wildnis sammeln, da müssen wir auch gleich nochmal gucken. Pfaderkundung und Ressourcen sammeln in der Siedlung. Das bedeutet, ich werde auf jeden Fall hier wieder den Siedlungsbuff aktivieren, den Sammelschub. Zack. Und werde hier auch den Arbeitsschub aktivieren. Davon habe ich ja immer noch ein paar. Nee, will ich eigentlich nicht für Biocaps, sondern die ich so habe. Ja, ich hänge hier noch ein bisschen hinterher mit meinen Farmen. Prioritäten lagen aktuell ein bisschen anders. So, dass wir da möglichst schnell mit dieser Sammelei der Ressourcen hier in der Basis durch sind. Und erfahrungsgemäß schaffe ich das aber auf jeden Fall bis zum Ende des Events. Und wir können dann auch gleich noch Truppen sammeln schicken. Werde ich auch machen.
So, Feuer und Flamme. Noch eine Stufe uns gesichert. Und die andere werde ich dann wohl mit Beschleuniger machen müssen. Und warte mal, das war das. Und wo können wir jetzt... Können wir jetzt das Feuerholz investieren? Das war hier beim Midsommerfeuer. Haben wir immerhin schon 123 jetzt gesammelt. Die hauen wir mal direkt rein vorne. Setzen das Vieh hier in Flammen. Und dann schauen wir mal, was die Konkurrenz hier so macht. Und was realistisch ist. So, 25 haben wir noch. Okay. So, wie sieht's denn aus? Hier hat schon einer 5601 Einzelpunkte gesammelt. Das ist natürlich nett. Alter Falter, die Leute gehen echt ab. Das ist unglaublich. Warte mal, nee, das ist okay. Und beim... nee. Ach, es sind einfach immer zu viele Events. Und dann gucken wir hier nochmal bei der besten Liste. Da haben wir schon die 13 Millionen. Was zur Hölle? Alter, wie kriegt denn der da schon 13 Millionen zusammen? Holy fuck. Gut, okay. Also, da werde ich mich dann wohl ein bisschen zurückhalten. Platz 1 und 2 wird es wohl nicht werden, Freunde. Kann ich euch schon mal sagen. Okay, was sind denn die anderen Stufen? Da gucken wir nochmal rein. Also Tag 1 ist Verbrauch, da sind es die Biocaps und Beschleuniger. Morgen wird es dann sein, Heldenentwicklung. Das heißt, da sind dann wieder die Suchen, die Heldensuchen, erweiterte Heldensuche und einfache Heldensuche, die da vergütet wird mit Punkten und auch Heldenfragmente kann man da benutzen am Tag 2. Am Tag 3 geht es darum, Infizierte zu killen. Deswegen noch ein bisschen langsam machen. Und da könnt ihr dann eure ganze Ausdauer, zumindest ich, sammle immer für diese Events meine ganze Ausdauer, um da dann ordentlich Punkte zu machen und möglichst hochzukommen. Und auch wenn man Infizierte, also in der Rallye besiegt, gibt dann auch nochmal besondere Punkte. Also Infizierte töten ist dann Tag 3. Tag 4 ist dann der Kraftsprint. Da geht es auch wieder darum, also genau wie heute, von den Punkten her 60 Punkte jeweils, außer dass die Biocaps daraus sind. Also wenn Biocaps ihr sowieso nutzen wollt, dann tut es heute für Race-Drehs oder im VIP-Shop ein paar Sachen, Beschleuniger kaufen oder so. Und Tag 3 dann, wie gesagt, Beschleuniger nutzen. Verzeihung, Tag 4 dann Beschleuniger nutzen. Tag 5, was haben wir am Tag 5? Da geht es darum, Rohstoffe zu sammeln. Also am Tag 4 abends schon die Sammler losschicken, Tag 5 dann schon die ersten Punkte mitnehmen. Am Tag 6 ist dann Helden-Upgrade. Da ist dann genauso wie morgen nochmal die ja, fortgeschrittene und einfache Heldensuche, die dann Punkte bringt. Und auch wieder Heldenfragmente. Und am Tag 7 sind es dann nochmal Beschleuniger, die man nutzt. Also schnelle Stärke, Tag 7. Und Helden, Hero Gear Parts und Hero Design. Das sind dann, warte mal, hier bei der Heldenausrüstung. Ne? Das sind dann also Heldenausrüstungsteile und Entwürfe, die man da nutzt am Tag 7, soweit ich mich nicht irre. Vielleicht schaffe ich bis da noch ein bisschen was, aber ich will ja hier fürs Überleben der Besten sparen. Okay, das sind die Stufen. Ich hoffe, das hilft euch wieder ein bisschen weiter. Wie immer gibt es Leute, die hier abgehen. Es ist unglaublich. Und ja, mal schauen. Ich will auf jeden Fall die Sachen durchgehen.
maximale Punkte hier, die Stufen auf jeden Fall durchgehen. Ohne die Kisten, glaube ich. Und hier auch zumindest immer auf Max gehen, dass ich mir hier die Belohnung abhole. Denn ja, Biocaps sind eine ganz nette Sache. Ich gehe mal nochmal in den VIP-Shop, warte mal. Also was lohnt sich? Gefechtshandbücher kann man auf jeden Fall machen. Beschleuniger lohnt sich. Mache ich sonst nicht, aber hier mache ich's. Beschleuniger holen. Und die Beschleuniger auch auf jeden Fall holen. Das ist immer gut. Und bringt uns unserem Ziel. Oh, immer das Falsche hier. Ein Stückchen näher. Noch nicht ganz da. Hälfte haben wir schon. Okay, Freunde, schreibt doch mal in die Kommentare, ob du hier auch abgehen willst bei dem Event oder ob du sagst, nee. Ich spare noch für Überleben der Besten vor dem Event State vs. State zum Beispiel. Ja, würde mich freuen, von dir zu hören. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, tschüss. Dein Lumi.